Hallo liebe Leser, heute haben wir für euch das brandaktuelle HTC One im Test und auch schon jetzt hier im Video. Was ist so Besonderes an diesem nagelneuen Android-Smartphone? Vielleicht sieht man es auf den ersten Blick. Und zwar hat HTC zum ersten Mal ein Smartphone kreiert, was von der Designsprache her eher Richtung Apple und iPhone tendiert. Man sieht eine Rückseite aus Aluminium, man sieht eine Vorderseite, die oben und unten von Aluminium abgeschlossen wird, dazwischen eine Glasplatte aus Gorilla Glass 2. Darunter befindet sich ein Full HD Display mit 4,7 Zoll und einer Pixeldichte jenseits von 400 ppi. Bedeutet in der Praxis, dass man, ich mache es euch mal an, dass man Schriften oder Grafiken, die jetzt kurvig dargestellt werden oder die sehr fein gezeichnet sind, auch auf dem Display in geringer Auflösung bzw. in geringer Vergrößerung sehr genau sehen kann. Auf der Seite des Smartphones läuft rundherum zwischen den beiden Aluminiumschichten ein Steg aus Kunststoff. Da können wir euch momentan noch nicht sagen, ob das Chassis im Inneren auch separiert ist oder ob es doch eher Richtung Unibody-Design geht. Für den Anwender an sich ist es eigentlich eher irrelevant. Was schön ist, dass die Rückseite aus Aluminium fast gänzlich ohne Störkonturen auskommt. Ihr seht hier oben und hier unten seht ihr jeweils einen kleinen Plastiksteg. Vermutlich hat HTC diesen Weg gewählt, um die Antennen unterzubringen. Weil Problem ist, wenn man jetzt nur ein Gehäuse aus Aluminium fertigen würde und die Antennen liegen im Inneren des Gehäuses, sinkt die Empfangsleistung dramatisch. Deswegen diese Stege. Uns in der Redaktion gefällt das Design sehr, sehr gut. Wobei man ehrlich gesagt eingestehen muss, dass man hier schon vermutlich so ein bisschen Richtung Apple geschielt hat. Man sieht die leichte Rasterung bzw. Löcherung der Mikrofone. Bei Apple beim iPhone 5 ist das zum Beispiel hier unten so eine Löcherung. Also so ein paar Gemeinsamkeiten gibt es da schon. Tut der ganzen Sache aber eigentlich überhaupt keinen Abbruch. Das Gerät kostet übrigens 600 € und wird vermutlich ab Anfang April erhältlich sein. Derzeit gibt es ein paar Gerüchte, dass es Lieferschwierigkeiten gibt. Aus Hardware-Sicht macht man mit dem HTC One überhaupt nichts verkehrt. Display ist super, Full-HD-Auflösung dementsprechend auch sehr gut. Unter der Haube arbeitet ein brandaktueller Snapdragon-Prozessor der 600er-Serie. Dem zur Seite steht ein Adreno 320 GPU-Chip. Bedeutet für den Anwender, in allen Android-Lebenslagen hat man so viel Leistung, wie man momentan eigentlich haben kann. Klar, es gibt noch ein paar andere Chip-Hersteller, die andere Varianten im Programm haben, aber im Prinzip kochen die auch alle nur mit Wasser. Ob einem allerdings dieses zugegeben sehr gute Design, die sehr, sehr gute Hardware und Android 4.1.2 600 € wert sind, muss man für sich selber entscheiden. Allerdings sind wir der Meinung, dass HTC sich mit dem One eindeutig von einem Alltagsgegenstand verabschiedet hat und hier so ein bisschen die Apple-Philosophie bemüht, sprich Design, Haptik und das ganze Finish rundherum geht eher Richtung Repräsentieren und Spaß mit dem Gerät haben. Was noch erwähnenswert ist, die ganzen anderen Hersteller, Samsung mit dem Galaxy S4 vermutlich mit 13 Megapixeln, auch Sony hat schon ein Gerät im Angebot mit 13 Megapixeln als Kamera-Sensorauflösung. Was macht HTC? Die machen eine 4-Megapixel-Kamera. Hört sich im ersten Moment wie ein Rückschritt an. Allerdings hat HTC zumindest nach eigenen Angaben die Sensorfläche der einzelnen Sensorpunkte sozusagen, der einzelnen Sensorpixel vergrößert, was dazu führt, dass in Kombination mit den Linsen einfach mehr Licht auf den Sensor kommt, was in der Praxis bedeutet, dass theoretisch bessere Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen möglich sind. Unsere ersten Tests haben gezeigt, dass in 80-90% der Fälle die Bilder wirklich auf allerhöchstem Smartphone-Niveau sind. Da können derzeit nur das iPhone 5, wollte schon 5S sagen, gibt es ja noch gar nicht, das iPhone 5 mithalten mit 8 Megapixeln oder das Lumia 29, das eine Linsenlagerung hat. Und in der Liga spielt das HTC. Also wer Fotos mit dem HTC One machen will, der macht fast nichts verkehrt. Derzeit gibt es noch einige Hinweise, dass ein bisschen Bildrauschen drin ist. Unter manchen Gegebenheiten, Tageslicht wurde da genannt, können wir noch nicht verifizieren, müssen wir uns genauer anschauen. Aber das ist keine Geschichte, die natürlich vernünftige Softwareangleichung vermutlich ausgeglichen werden kann. Soll ich mir das HTC One kaufen?
wenn Geld nicht zwingend eine Rolle spielt, wenn man Design haben will, wenn man keinen Bock auf iOS hat, Android als Alternative sieht, die Kamera wichtig ist, dann ja. Wenn man ein Pfennigfuchser ist, dann findet man in der 300-Euro-Klasse ungefähr vergleichbare Geräte, die die Aufgaben auf einem ähnlichen Niveau erfüllen, aber nicht ganz so mit ganz so viel Schmackes wie das HTC One. Also schon ein High-End-Gerät, das kostet viel Geld und für uns ist es das schönste Android-Smartphone bislang, technisch sowie auch vom Design.